Freitagabend, herzlich willkommen zu einer weiteren Winner Circle Ausgabe, pünktlich um 19 Uhr, wie Sie es von uns gewohnt sind. Und ich darf unseren Experten Sascha Multerer begrüßen. Grüß dich, Sascha. Hallo Nico und hallo an die Zuschauer zu Hause. Wir haben eine kleine personelle Umstrukturierung. Es gibt momentan keine Regie, deswegen machen wir das so ein bisschen in Eigenregie und bedanken uns an dieser Stelle an unsere Vivian und wünschen natürlich viel Erfolg in der Zukunft. Ich denke, da der Sascha nickt schon. Hat einen tollen Job gemacht. So ist das. Und wir versuchen das jetzt hier weiterzumachen. Vielleicht sind wir nicht in dem Rhythmus, den Sie es gewohnt sind. Ursprünglich war das mal alle 2 Wochen gedacht. Jetzt hatten wir das wirklich jede Woche, sogar 2-mal die Woche. Wir versuchen unser Bestes. Was haben wir heute? Wir haben einmal ein einheitliches Wettangebot in Deutschland. Darüber sprechen wir mit Sascha Multerer, der bei diesen Gesprächen dabei war. Gut für uns, dass wir wenigstens einen Fuß in der Tür haben. Dann sprechen wir natürlich über Dagefink, die haben am Sonntag Renntag und wir haben noch eine Verlosung. Wir möchten noch 3x10 € Trotto.de Wettguthaben verlosen. Und zwar hatten wir in der letzten Sendung nach den österreichischen Derby-Sieger gefragt und es wurde ja Mona Lisa Venus. Viele Einsendungen haben uns erreicht, das hat mich persönlich gefreut. Und dann machen wir noch 3 Menschen glücklich heute Abend. So, es geht los, Sascha, mit dem Wettangebot. Wir hatten ja gemeinsam schon 2-mal immer wieder drauf gesprochen. Du hast gesagt, ja, da ist was im Busch, wir machen was. Und es ist ja auch von vielen Seiten gefordert gewesen. Und ich muss sagen, so die Resonanz im Forum, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, war jetzt durchweg positiv. Ja, sagen wir es mal so. Wir haben als Trabrennvereine ja eine Verpflichtung, in gewisser Weise den Kunden im Auge zu behalten. Der Kunde, unser Wetter. Soll uns gewogen bleiben und es ist tatsächlich so, dass durch die HVT-Satzungsreform vor vielen, vielen, vielen Jahren ja die Verantwortlichkeit des HVTs im Bereich der Wette eigentlich weggefallen ist. Dann war ja eine ganze Zeit lang Winrace dafür verantwortlich. Als Winrace weggefallen ist, kam als Vermarkter Wettstar, aber der sieht seine Funktion etwas anders und von daher hat es in den letzten Jahren im Bereich der Wette doch einen gewissen Wildwuchs gegeben. Das heißt, jeder Rennverein hat so ein bisschen das gemacht, was ihm Spaß gemacht hat. Das hat dazu geführt, dass der Kunde eigentlich ja, sein Vertrauen nicht so wirklich geschützt sah. Also ich konnte in Hamburg Wetten um Grundeinsätze oder Mindesteinsätze spielen, die es auf anderen Bahnen so nicht gab. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Süppchen gekocht und es war jetzt eine Initiative des HVT-Vorstands rund um Peter Weiermüller, Uli Mommert und Christine Lampe, die gesagt haben, wir sollten uns mal alle an einen Tisch setzen und überlegen, ob es nicht möglich ist, einen Konsens zu erzielen. Dabei sind verschiedene Themenbereiche diskutiert worden. Also es ist sowohl das Wettangebot, also die Wettarten besprochen worden, als auch die Mindesteinsätze. Es ging auch um das Thema Abzüge, also Vereinheitlichung der Abzüge in den Wettarten. Und es ging auch um das Thema, wie werden Jackpots behandelt, also Netto-Jackpot oder Brutto-Jackpot. Da gibt es ja auch durchaus verschiedene Spielarten. Tatsache ist, dass wir jetzt einen ersten Schritt angegangen haben. Der erste Schritt war der, dass es in den Grundwettarten eine Vereinheitlichung der Mindesteinsätze gab. Also wir sprechen jetzt in der Sieg- und Platzwette von 2 €. Dann haben wir entsprechend in der Zweier- und Dreierwette 1 €, in der Viererwette die 50 Cent. Ein bisschen schwieriger wird es bei den V-Wetten. Da war man sich nämlich nicht ganz einig. Du weißt, dass in Dagefing unter anderem die V6-Wette ja seit Mitte letzten Jahres um 1 € Mindesteinsatz ausgespielt wird, was auch durchaus erfolgreich abgelaufen ist bis jetzt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass auf anderen Bahnen die V6-Wette um 20 Cent respektive um 50 Cent ausgespielt wurde. Über dieses Thema ist relativ lang diskutiert worden, insbesondere weil es in der Abfolge der Wetten ja auch noch einen logischen Bruch gibt. Also die V5-Wette ist momentan in Berlin-Mariendorf billiger zu spielen als die V6-Wette in Dagefing. Und dann hat man gesagt, man einigt sich darauf, dass man jetzt bis zum Jahresende mal Dagefing so arbeiten lässt, wie es aktuell macht, mit dem 1 €. Auf den anderen Bahnen wurden die Grundeinsätze teilweise von 20 Cent auf 50 Cent angehoben. Und zum Ende des Jahres wird tatsächlich evaluiert, welches Projekt wie erfolgreich abgelaufen ist. Da geht es also auch um die Frage, wie viele Mitspieler, wie viele Wettscheine, wie viele Systeme etc., dann praktisch zu entscheiden für das Jahr 2025, wie es mit den V-Wetten generell weitergeht.
Was das Thema der Einheitlichkeit der Abzüge angeht, konnte man sich tatsächlich nicht verständigen, was, sage ich mal, durchaus nachvollziehbar ist. Wir werden nie in allen Punkten Einigkeit erlangen. Das heißt, die Sieg- und Platzwette, die insbesondere in Berlin ja mit deutlich höheren Abzügen versehen ist, gleichzeitig aber ja immer die entsprechenden Garantieauszahlungen oder Sieg-Checkpots hat, ist bei den hohen Abzügen geblieben. Die restlichen Rennbahnen sind ja da bei 15%. Das heißt, mit deutlich niedrigeren Abzügen versehen. Ganz Aber kurz, ich die denke, Platzwette in Berlin auch mit 15% die genau, Siegwette, da hast du recht. Ja. Richtig, richtig. Also da ist man momentan, also Stand jetzt auch so verblieben, dass es erstmal so bleibt. Da muss man aber auch ehrlich sein. Ich glaube, dass jeder Rennverein seine wirtschaftliche Wohlfahrt selber gestalten muss. Das muss nicht über die Mindesteinsätze gehen. Bei den Abzügen sieht die Geschichte ein bisschen anders aus. Und von daher, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass wir vielleicht Berlin überzeugen können, dass 15% in der Siegwette kein schlechter Schritt ist. Wir haben es nicht geschafft. Und ich kann in gewisser Weise Verständnis aufbringen für die Berliner Verantwortlichen, die das argumentiert haben und die das vor allem aus wirtschaftlicher Sicht verargumentiert haben. Und dann ist es auch zu akzeptieren. Wie gesagt, das wirtschaftliche Risiko trägt der Rennbahnbetreiber und das kann keiner von uns, da kann auch keiner von uns sagen, wir nehmen dem Rennbahnbetreiber die Autonomie. Das wäre, glaube ich, nicht richtig. Okay, also nochmal konkret für Sie, liebe Zuschauer, V-Wetten haben wir angesprochen, V2- und V3-Wette, da ist der Mindesteinsatz 2 Euro, in der V4-Wette 1 Euro, V5 50 Cent und in der V7-V7 plus Mariendorf jetzt auch 20 Cent. Und jedenfalls in der V6 darf die Rennbahn selbst entscheiden, ob es 50 Cent, so wie in Karlshorst jetzt die Woche war, oder in Dagefink am Sonntag die 1 Euro. Bezüglich der Viererwette, da gibt es auch nochmal Punkte, die man festgelegt hat. Mindestanzahl war 10 Pferde, das ist richtig? Genau, ja. Richtig. Und leider auch hier die parallele Entscheidung, ob Dreier- und Viererwette im gleichen Rennen angeboten wird, obliegt dem jeweiligen Rennverein. Genau. Und Also wie ebenfalls, ob gesagt, es das ist... ein oder zwei Wetten gibt. Genau, wir haben uns darauf verständigt, dass eben diese Themen zum Jahresende nochmal besprochen werden. Ich gehe auch davon aus, dass dieser Prozess mit dem, was wir jetzt gemacht haben, erstmal nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, dass es schon auch ein Ziel dieser Runde der Rennvereine vielleicht sein sollte, nochmal über eine gemeinsame V7-Wette nachzudenken, nur als Beispiel, die dann mit einem rollierenden Jackpot ausgestattet ist etc. Die Konzepte dazu gibt es, aber das ist alles am Ende des Tages so ein Step-by-Step-Prozess. Ich glaube, dass der erste Schritt, der getan wurde, ein sehr wichtiger war. Und wenn sich der bewährt, dann wird es sicherlich auch weitere Schritte geben, die dann am Ende des Tages für den Kunden definitiv Verbesserungen und eventuell auch entsprechende Attraktivierungen bringen. Ich glaube, der Punkt ist wichtig, dass du das gesagt hast, dass es also nicht, dass es der Anfang ist eines Projektes und nicht das Ende der Fahnenstange, sondern dass daran gearbeitet wird und das finde ich gut. Kommunikation der Quoten, diesen Punkt musste man nochmal ganz kurz. Es besteht die Möglichkeit, dass oder der Bahnsprecher wird angehalten, die Quoten für 1 Euro anzusagen, aber auch zum Grundeinsatz. Jetzt stelle ich mir die Frage, gerade bei der Sieg- und Platzwette, sage ich denn an 1,30 Euro, die Plätze 1,40, 1,50, 1,80 und dann sage ich an zum Grundeinsatz 2,60, 2,80 und so weiter. Dann, ich sag mal, die nachfolgenden Rennen verspäten sich um einige Minuten, weil wir mit den Quotenansagen noch nicht durch sind. Bei der V-Wette würde es natürlich Sinn machen, wenn ich die Quote nicht für 10 oder für 1 ansage, sondern natürlich das, was der Wetter rauskriegt, weil das wird ja normalerweise schon zum Grundeinsatz gespielt. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, das ist diskutiert worden. Wir haben tatsächlich die Situation auf den Bahnen, dass der ein oder andere Kunde sich schwer tut mit dem, was wir da kommunizieren und wie wir es kommunizieren. Ich meine, es gibt ja Beispiele international, nehmen wir die USA, da hast du immer die errechnete Quote zum Grundeinsatz, also die zeigen, wenn sie die Tafeln einblenden und du hast 2 Dollar Grundeinsatz in der Siegwette, dann zeigen sie dir eben auch, was du für 2 Dollar rauskriegst. Das irritiert dann den Europäer wieder, der es anders gewöhnt ist. Für mich ist es so, dass ich glaube, dass man da erstmal so eine Best Practice entwickeln muss. Also ich schaue mir das jetzt selber mal als Kommentator oder Quotenübermittler an und überlege mir das, wie man das am geschicktesten machen kann. Und ich glaube, irgendwann mal werden sich dann wahrscheinlich alle Kommentatoren respektive Sprecher zusammenschließen und überlegen, was der sinnvollste Weg ist. Aber ich glaube, da ist das Ende oder da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Okay, also wir in Mariendorf haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben am 14. erst und werden mal gucken, wie das Dagefing macht. Ich denke, auch unsere Bahnsprecherin Nicole wird sich das ganz genau anschauen, wie du das handhabst. Wir kommen zu eurem Renntag in München-Dagefing am Sonntag.
Und wir schauen mal auf die V6. 5.000 € Garantie, das ist der Mindestanteil. Also das sollte eigentlich bei jeder V6 drüberstehen. So habt ihr euch geeinigt. Und bei der V7 sind es respektive 10.000. Und das große Grauen kann beginnen. Denn so heißt der Titel dieses ersten Rennens, des dritten Rennens, Le Grand Macabre. Ist die V6 wirklich so ein großes Grauen? Nein, überhaupt nicht. Es ging um die Frage, welche Renntitel wählen wir? Und ich habe mich tatsächlich entschieden für Titel von Opern, die während der Münchner Opernfestspiele gespielt werden. Le Grand Macabre war die erste große Premiere dieses Jahr bei den Opernfestspielen und deswegen der Name, aber hat nichts mit dem Rennen oder der V6-Wette zu tun. Aber trotzdem, das könnte zum Grauen werden, weil es ist die Anfängerklasse, Sascha, und keiner drängt sich so wirklich auf. Wir haben natürlich einen frischen Sieger mit Global Player S, der den Sieg am grünen Tisch verloren hat quasi. Aber es sind doch andere chancenreiche Kandidaten. Aber man muss sich, glaube ich, breit aufstellen in der Auftaktprüfung. Ja, das denke ich auch. Die Klasse bis 700 €, die hat natürlich einige Tücken in sich. Global Player S hat tatsächlich in einem dreijährigen Kriteriumlauf in Dagelfing das beste Ende für sich gehabt. Es fehlte dann die Startberechtigung, wie sich im Nachgang rausstellte. Entsprechend wurde er disqualifiziert, wechselte zwischenzeitlich den Besitzer. Ist jetzt tatsächlich bei Andi Geine im Quartier angekommen. Die Familie Tomaschko hat sich da engagiert und den dreijährigen El-Titan-Sohn erworben. Er war in München, ja, ich sage jetzt mal, in diesem Kriteriumlauf gut unterwegs, hat souverän gewonnen, nachdem der Stallgefährte mit einem Fehler ausgefallen war an der Spitze. Das war Summer Music Night S. Und Global Player S hatte sich ja aus meiner Sicht da schon gut in Szene gesetzt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass da ein gut vorbereitetes Pferd an den Start kommt, der in dieser Klasse sicherlich sehr gute Möglichkeiten hat. Aber aufgepasst, King DW hat sich beim letzten Start meiner Meinung nach sehr, sehr gut gezeigt, war zweitplatziert an 1.18.8, ging durch den Schlussbogen weite Wege und machte im Einlauf noch Boden auf den souveränen Sieger Aconcagua gut. Und dann haben wir Rudi Haller mit von der Partie, der steuert hier Karl Gustav, einen dreijährigen Varennsohn, der eine sehr gefällige Quali in 1.20.0 abgeliefert hat, war jetzt beim letzten Renntag eigentlich für den Probelauf angegeben. Das kam nicht zustande durch die schlechten Witterungsbedingungen, da hatte Rudi Haller auf einen Start verzichtet, weil die Innenkante doch zu Beginn des Renntags noch ein bisschen problematisch war, bietet jetzt diesen dreijährigen Hengst auf. Ich glaube, dass Rudi da sofort um den Sieg mitfahren kann. Also die 2, die 6 und die 7 wären die Empfehlung gleich in der Auftaktprüfung. Viertes Rennen, Wetzlar.de-Rennen. Und ja, wäre Billy Kimber nicht mit der von der Partie, hätten wir hier die Bank Nummer 1 mit Desiderio, der sich zuletzt in einer ähnlichen Prüfung fast Startziel durchgesetzt hat. Ja, es sieht fast wie ein Zweierweg hier aus. Ja, würde ich momentan tendenziell auch sagen. Also Desiderio hat sich natürlich in den vergangenen Wochen wirklich wunderbar präsentiert. Er war zuerst zweitplatziert im Pfarrkirchener Eurocup-Finale, nur hauchdünn geschlagen von Royal Joker. Danach gab es den dritten Platz, der schon überraschend war im großen Preis von Bayern hinter Nelson Newport und Oys Chicago. Also zwei Kandidaten, sag ich mal, die auf gehobenem Parkett sicherlich dieses Jahr noch ein Wörtchen mitsprechen werden. Und danach gab es dann folgerichtig diese zwei Siege, ein 16-7 und ein 17-3 in den Amateurfahren, die jeweils unangefasst waren. Also er hatte zuletzt, da war keine Notwendigkeit, irgendwie die Zugwarte zu ziehen oder ähnliches. Das heißt, das war unangefasst in ein 17-3. Und angesichts dieser Form liegt es natürlich nahe, dass er hier zum Sieg kommt. Billy Kimber kommt aus der Pause, der Probelauf war gut, also die 20-0, das war ordentlich, war natürlich auch noch nicht das letzte Wort. Und wenn er bereits so gut in Form ist, wie das im März und April der Fall war, wo er sich zwei Siege in Folge holte, dann kann er schon zur Herausforderung werden für Desiderio. Andererseits sage ich, es hat natürlich sicherlich auch einen Grund gehabt, warum Billy Kimber einige Wochen ausgesetzt hat. Und deswegen bleibt es erstmal abzuwarten. Deswegen sollte man, glaube ich, auch mal ein Auge auf den Heat werfen, wie er sich tatsächlich präsentiert. Aber es bleibt nichtsdestotrotz ein Zweierweg. Die 6 Desiderio und die 4 Billy Kimber, die sollten es hier unter sich ausmachen. Alright. Fünftes Rennen, Preis der Münchner Opernfestspiele. Da haben wir jetzt auch den Titel zum Programm. Und ebenfalls habe ich mir zwei Pferde notiert für einen Zweierweg. Die 4 Season Moon, die 6 Blind Date. Blind Date war letzten Start vor kurzem eigentlich noch am Sonntagabend in Baden und hat er sich überhaupt qualifiziert für das Finale?
Also es ist so, es waren in Baden die Vorläufe zum Supertrott Cup geteilt. Also es gab mir oder größeren Andrang, was die Starter anging. Den einen Vorlauf hat gewonnen Tyron Hill in 1:14:3. Den anderen Okay. Vorlauf hat gewonnen Divina Trio in 1:14:0 für Allegra Racing Club. Und Blind Date ist 1:14:3 gelaufen, war zweitplatziert und damit die schnellste oder die schnellere Zweite und sollte damit qualifiziert. Im Entschuldigung, Programm steht schon 13:4. 13 Ja, Uhr es jetzt, ist ne? richtig. Nee, es stimmt. Entschuldigung. Tyron Hill ging 13:4, sowas. Ich hab den Dreher gehabt. Du hast recht. Okay. Also Tyron Hill ging 13:4 im ersten Vorlauf. Im zweiten Vorlauf lief Divina Trio 13:0, Blind Date Okay. 13:4. Und der Zweitplatzierte im ersten Vorlauf, der ist 13:7 gegangen. Also von daher ist sie qualifiziert. Okay, und aber in der Vergangenheit war das ja eigentlich ein Pulverfass. Klingt jetzt nicht so nach einem Amateurpferd. Ja, wir haben es in Baden auch wieder gesehen. Also kommt die Stute in Front, dann ist sie nahezu nicht zu bremsen. Marisa Bock kann da ein Lied von singen. Sie hat es mit ihr wunderbar hingekriegt, aber sie hatte Startnummer 2. Damit konnte sie sie am Start auch nicht zurücknehmen, ist dann vorne an der Spitze gefahren und man kann es schön sehen, wenn man sich die Aufzeichnung des Rennens schaut, letztmals gegenüber, löste sie sich dann erstmal 6, 7 Längen vom Feld und Marisa hat danach gesagt, ich konnte sie in dem Moment einfach auch nicht beim Feld behalten. Sie wollte marschieren und dann marschiert sie und dann hältst du sie auch nicht auf. Prinzipiell ist es so, sie lässt sich eigentlich gut fahren. Das hat man gesehen am 16.06., als Chris Schwarz mit ihr gewonnen hat. Da hat er sie am Start tatsächlich zurückgenommen, hat sie dann aus dem Feld gefahren. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Sie war manierlich und ja, Marie hat schon vor längerer Zeit mal gesagt, wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt, dann würde sie sie ganz gerne mal im Rennen fahren. Das ist jetzt so eine Gelegenheit. Sie hat mit der Startnummer 6 wieder die Möglichkeit, am Start zurückzunehmen und dann wird man sehen, wie es tatsächlich verläuft. Prinzipiell benimmt sie sich gut und Marie kennt Blind Date auch aus dem Training und von daher gehe ich davon aus, dass diese Kombi funktioniert. Mit deinem zweiten Tipp gebe ich dir natürlich recht, ganz klar, Sea the Moon, Stefan Hindlmeier, die haben tolle Form. Er war zweitplatziert zu Walk of Fame Diamant in München. Danach gab es einen Sieg gegen Jasmine Dragon, Workaholic Diamant, zuletzt dann der zweite Platz zu Tyron Hill in Daglefing im Amateurfahren, wo er praktisch bis zum letzten Schritt kämpfte um den Sieg. Also, das ist definitiv der Gegner. Und ich denke, man sollte auch nicht ganz unerwähnt lassen, trotz der ganz aus äußeren Nummer, Far West mit Marc Raschat, der fährt als noch sehr, sehr neuer Amateur schon unheimlich überlegte und gute Rennen. Da sieht man, da ist Talent in der Familie. Der Bruder von Sophia und Sohn von Sepp Sparber, der weiß schon, worum es geht, macht das richtig, richtig gut und kennt natürlich Far West auch. Hat ihn zuletzt aus der zweiten Reihe in Straubing auf Rang 2 gesteuert und den beiden traue ich auch ein bisschen was zu. Also von daher, Zweierweg bietet sich an, Blind Date, See the Moon und wer sich ein bisschen breiter aufstellen will, der sollte auf alle Fälle auch noch auf Far West schauen. Guter Hinweis. Sechstes Rennen, Parsival-Rennen. Und ja, CU war letztes Mal eine Niederlage gegen Oyster Chicago, aber da muss man sagen, den Start hat er, man muss sagen, total verhauen und dann hat er quasi eine Zulage gehabt, oder wie hast du es gesehen? Naja, Sio ist tatsächlich eigentlich ein total unkompliziertes Pferd im Rennen, wenn es die Startphase nicht geben würde. Und er hatte im Münchner Pokal tatsächlich den Nachteil, dass er im Band aus der zweiten Reihe los musste. Er hatte die Startnummer 5. Das war natürlich ein Handicap, hat das Rennen entsprechend etwas zögerlich und vorsichtig aufgenommen. Ich glaube aber, dass das Rudi auch tatsächlich wichtig war, da nicht schon frühzeitig im Galopp oder so auszuscheiden, sondern ihm auch die Möglichkeit eines Rennens zu geben. Das Rennen hat er in meinen Augen sehr, sehr gut absolviert. Er verbesserte sich durch die Gegenseite, zeigte einen relativ langen Speed und kam im Einlauf noch richtig gut auf. Ich habe sogar in meiner Vorschau geschrieben, ich glaube, dass er das schnellste Pferd im Einlauf war. Da war vorne natürlich schon die Messe gelesen, ist ganz klar, aber er hat sich gut verkauft und dennoch wird es hier nicht ganz einfach, denn er wagt sich jetzt natürlich in hohe Klasse. Das ist auch nötig. Das Pferd soll in 4 Wochen in Derby-Vorlauf gehen. Dafür musst du natürlich irgendwann mal auch die etwas härteren Gefechte suchen. Und ich denke, hier hat er so ein härteres Gefecht, denn Miss Red Lady, die agiert in absoluter Topform, gewann zuletzt in Daglefingen 1:15:3 in Tagesbestzeit gegen Breeding of Hanke und Casino Royale, die beide sehr hoch eingeschätzt waren, aber die hatten überhaupt keine Möglichkeiten, die fünfjährige Indigestochter zu schlagen. Wir haben mit dabei Postillion, der für meine Begriffe wieder sehr, sehr gute Form zur Hand hat. Er war drittplatziert in Pfarrkirchen im Bayerischen Zuchtrennen, belegte zuletzt einen zweiten Platz hinter Summer Pride Venus. Da muss man aber dazu sagen, Postillion musste 25 Meter Zulage geben.
und verkaufte sich da sehr, sehr teuer, wäre ein paar Schritte später wahrscheinlich sogar der Sieger gewesen. Also von daher zwei richtig starke Kontrahenten für CU, der sich einfach jetzt mal präsentieren und messen kann. Und ich bin gespannt, wie sich der Vierjährige hier gegen die fünfjährige Stute und den mittlerweile siebenjährigen Wallach verkauft. Das wird interessant sein zu sehen und gibt dann vor allem auch Aufschluss darüber, wie es Siu in einem eventuellen Derby-Vorlauf ergeht. Okay. Wie schätzt du die Chancen ein von Jojo Harley, der ja auch aus schweren Schlachten kommt, aus Gelsenkirchen, glaube ich, den kennen wir alle. Und die Leistung, die er jetzt, glaube ich, wenn ich die Gegner sehe, Luzzano Boco und Aaron, das sind gute Gegner, die er in Österreich gesehen hat. Also ich halte ihn für ein interessantes Pferd. Ein bisschen unglücklich bin ich mit der Startnummer. Ja. Die 8 außen macht es nicht so ganz einfach. Und ich sage jetzt mal, das muss man ein bisschen sehen gegen diese Gegner. Wenn er die passende Lage findet nach dem Start und Kurt Pletscher ihn gut einsetzen kann, dann hat er hier schon Möglichkeiten, vielleicht sogar in die Dreierwette zu laufen. Also das sehe ich schon. Aber es muss einiges zusammenpassen. Okay. Siebtes Rennen, Peleas e Melisande Rennen. Und der Favorit, der vermeintliche Favorit aus der zweiten Startreihe, ist es ein großer Nachteil für My Way Fortuna? Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Der fünfjährige Donato Hannover-Sohn hat einiges an Potenzial. Das konnte man, finde ich, sehr, sehr schön im Fritz-Brandt-Rennen sehen. Er gewann das Finale mit Thomas Roya in 1:15:08. War für meine Begriffe eine Top-Vorstellung. Den Vorlauf hat er auch gewonnen. Den hat er gewonnen, aber er hat ihn dann blöderweise nach der Entscheidung am grünen Tisch als Dritter beendet. Aber du hast recht, er hat auch den Vorlauf gewonnen. Jetzt gab es folgerichtig, nachdem man ja doch ein bisschen Gewinnsumme aufgenommen hat, gab es eine kurze Pause. Man kam zurück mit einem Probelauf am 16.06. in 1:19:06. Klingt erstmal sehr nichtssagend, ist aber nicht weiter wild. Ich glaube, dass man fit and well ist, dass man hier aus der zweiten Reihe eigentlich auch einen ganz guten Rennverlauf bekommen kann. Einziger Nachteil ist vielleicht, dass man erstmal von der Form her hinter Ilia de Dui und Anis Roa hinterherfahren muss. Was jetzt nicht unbedingt gerade die Leuchten sind, aber, und das ist der Vorteil, er ist das einzige Pferd in der zweiten Reihe. Das heißt, er kann im Prinzip sehr, sehr schnell auch nach außen, um dann zur Überholung anzusetzen. Und ich gehe davon aus, dass Marc Raschat das auch tut. Nichtsdestotrotz hat er natürlich ein, zwei Gegner, auf die man durchaus achten sollte. Deswegen ist er für mich keine Bank. Also My Way Fortuna ist für mich der Favorit, aber keine Bank. Ich finde in dieser Partie sehr, sehr interessant der Finch-Hatton TU, der mit Martin Gainey da an den Start kommt. Der hat unheimlich viel Speed. Martin Gainey, der ist ein sehr erfahrener Amateur, der auch immer wieder die passenden Lagen für seine Pferde findet. Und wenn der so aus einer vierten oder sechsten Position außen angreifen kann, dann glaube ich, wird der brandgefährlich sein, weil er einfach sehr, sehr schnell ist. Dann muss ich sagen, war die Leistung von Magistral in Berlin als Vierter zwar erstmal oder klingt die erstmal nicht so überragend, allerdings war die Partie unheimlich schnell. Und man hatte hier mit Millennium Heyday einen Sieger, der, ja, ich sage jetzt mal schon wirklich gutes Pferd ist. Von daher sollte das in Dagefing vielleicht ein bisschen besser gehen. Und man sollte auf alle Fälle auf Perceval achten. Der kann weite Wege gehen, der verspringt sich seine Chancen, leider Gottes immer so ein bisschen selbst. Zuletzt in Dagefing hatte er etwas Pech, da kam ihm ein Konkurrent in die Quere, sprang dann deshalb an. Aber das ist ein Pferd mit ganz, ganz viel Laufvermögen. Und wenn der einen passenden Rennverlauf hat und Conny Schulz mit ihrer guten Hand, glaube ich, die kann ihm das durchaus bescheren, dann ist der für mich brandgefährlich und kann hier vielleicht sogar ganz vorne landen. Ja, schöner Außenseiter-Tipp, denke ich. Ja. Schauen wir ins Letzte. Le Nozze di Figaro. Achtes Rennen. Und bist du ein Operngänger? Daher weht der Wind. Haben wir das kurz vor dem letzten Rennen noch geklärt. Sehr gut. Auch hier habe ich einen Zweierweg. Es scheint eine ganz einfache Wette zu sein. Für jedermann, liebe Zuschauer. Die 7 Valesco und die 9 Tequila Sunrise habe ich mir angestrichen. Die 7 Valesco, da meine ich, dass ich schon mal mit Chris Schwarz gesprochen habe, auch mit Marisa in Straubing, dass der nicht so ganz einfach ist. Das sage ich jetzt schon wieder, wo Marie fährt. Wahnsinn. Also, die fährt auch schwierige Rennen. Ja, es ist in der Tat richtig. Der Quick Wood Wallach hat viel Laufvermögen und auch eine gute Stamina. Problem ist bei ihm tatsächlich, dass er immer wieder mal dazu neigt, so einen Zwischenschritt einzulegen.
So, und dann kann es auch durchaus mal einen Fehler geben. Das hat man gesehen am 16.06. Gegen CC Top Diamant. Da war er an der Spitze und sprang eigentlich grundlos. Chris Schwarz war da vorne, außen kam Sepp Sparber, beschleunigte die Fahrt. Es kam genauso ein Fehltritt und ja, schon war man am Turm. Zuletzt der zweite Platz in Daglefing. Na, da war es so, Tequila Sunrise hatte die Spitze, ging da auch ganz souverän und Chris Schwarz tat dann, sag ich mal, das, was man tun muss. Er hat den zweiten Platz am Ende des Tages konserviert, den Rekord dabei auf 1:15:6 verbessert, aber die Vorstellung war einwandfrei. Jetzt drehen sich natürlich die Vorzeichen ein bisschen, denn letztes Mal hatte Tequila Sunrise die 4 und Valesco die 3, also man ging praktisch nebeneinander ins Rennen. Dieses Mal kann Valesco relativ weit außen ins Rennen gehen und Tequila Sunrise hat die zweite Reihe. Ich sag mal, wird im Zweifelsfall eine enge Kiste, wobei ich leichte Vorteile bei Stefan Hindlmeier und Tequila Sunrise sehe, weil die am Ende des Tages für mich das etwas einfacher zu fahrende Pferd ist. Wenn es vom Potenzial oder wenn es ums Potenzial geht, dann sind beide wahrscheinlich so ungefähr auf einer Stufe und Tequila Sunrise geht ihre besten Rennen eigentlich von vorne. Das muss man auch dazu sagen. Und von daher, glaube ich, kann man nur beide nehmen und einer von beiden wird, glaube ich, ankommen. Also die beiden werden es machen und einer von beiden kommt dann. Wer es dann am Ende des Tages ist, das wird sich, glaube ich, so ein bisschen entscheiden anhand der Tagesform. Und wie gesagt, wer halt tatsächlich auch glatt um den Kurs kommt, weil Fehler darfst du dir natürlich keinen erlauben, dann ist der andere wahrscheinlich sofort weg. Ja, und gerade mit dem Mindesteinsatz, ich denke, wenn da irgendein Außenseiter reinrutscht, dann gibt es ja gleich eine exorbitante Quote. Wenn zwei Außenseiter reinrutschen, dann ist sie meist schon nicht getroffen, gerade mit dem 1-Euro-Grundeinsatz. Das ist auch so ein bisschen die Intention, natürlich Jackpot zu generieren, damit man dann noch mehr Einsätze hat. Aber ich denke trotzdem eine interessante V6 für jedermann. Ja, das denke ich auch. Sie lässt sich schön spielen. Man kommt eigentlich meistens mit 2 oder 3 Pferden aus, eventuell auch mal mit einer Bank. Man muss halt, wenn du 1 Euro einsetzt, das muss man ganz klar sagen, manchmal ein bisschen mutig sein. Aber wie heißt der schöne Spruch? Dem Mutigen gehört die Welt. So ist es. Vielen Dank für deine Vorschau, lieber Sascha, und deine Erläuterung natürlich zum Wettsystem. Ja, und wenn wir natürlich schon Sascha Multra da haben, als einer, der auch im Galopprennsport aktiv ist, denn parallel findet natürlich dort auch das Idee Galopper Derby statt. Und zwar in Hamburg-Horn am Sonntag. Ich habe mal Sascha so ein bisschen auf die Langzeitmärkte geschaut und dort ist ein Pferd, welches den letzten Start gewonnen hat, Narrativo, momentan der Favorit. Ist es auch dein Favorit? Da kriegst du von mir ein ganz klares Jein. Also Das es ist ja ist ganz ganz klar, klar, dieses Jein. Narrativo hat die Union gewonnen und hat die Union in toller Manier gewonnen. Das muss man ganz klar sagen. Hatte jetzt auch bei der Startboxenverlosung Glück, das muss man ganz klar sagen. Hat eine durchaus günstige Startboxe erwischt, was nicht für alle Favoriten gilt. Und wie gesagt, nach dem Eindruck in der Union und mit Burhan Nursarbayev im Sattel ist der von Peter Schirgin trainierte Ittlinger ja, sicherlich einer, der dieses Derby gewinnen kann. Es ist allerdings, das muss man auch sagen, ein sehr interessanter Jahrgang. Ich glaube, dass wir eine ganze Reihe von wirklich guten Hengsten gesehen haben in diesem Jahr. Da ist zu nennen unter anderem Wintertraum. Der hat in München im Bavarian Classic erstmal einen dritten Rang belegt. Das war der erste Start. Und damals sagte Waldemar Hicks zu mir, dass er davon ausgeht, dass sich der Hengst im Verlauf noch deutlich steigert. Das hat er auch tatsächlich getan, gewann den darauffolgenden Start sehr, 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 sehr leicht und ist natürlich dann ebenso ein Kandidat wie unter anderem auch der italienische Derby-Sieger Borna, der von Markus Klug vorbereitet wird und in Italien eine Superleistung geboten hat. Und ich habe tatsächlich so Sandra einen, Starke sitzt im Sattel, oder? ganz genau. Okay. Und ich habe tatsächlich in München beim Bavarian Classic, wo wir relativ viele der Top-Pferde aus dem Derby-Jahrgang gesehen haben, habe ich tatsächlich so ein Pferd rausgeguckt, von dem ich persönlich glaube, dass er sehr, sehr gute Chancen im Derby hat. Jetzt hat er leider bei der Startboxenverlosung ziemlich viel Pech gehabt. Er hat die 19 aktuell. Das ist der von Marcel Weiß trainierte Aleno, auch ein Ittlinger. Er war Zweiter in der Union. Er wird von René Pichulek geritten. Und das ist tatsächlich mein Derby-Tipp. Wie kommt er zustande? Ich kann es ganz schnell erklären. Aleno hat nicht so wahnsinnig viele Starts absolviert. Er ist bislang dreimal am Ablauf gewesen. Ist ein verhältnismäßig grünes Pferd. Das konnte man auch in der Union wieder sehen. Als die Angreifer außen kamen, steckte er erstmal den Kopf in die Höhe und ging erstmal nicht so zügig nach. Aber die Union über 2200 Meter beendete er auf den letzten Metern tatsächlich als schnellstes Pferd.
Und das sah so aus, als ob ihm die 2400 Meter in Hamburg nochmal deutlich besser entgegenkommen. Er ist vom Boden her relativ unabhängig. Also ich glaube, dass ihm weicher Boden durchaus entgegenkommt. Und ich glaube, dass er über die letzten zwei Starts, also in München und in Köln, sehr viel gelernt hat. Und deswegen habe ich auf den ein bisschen Mumm. Gibt es momentan bei den Buchmachern irgendwo so zwischen 100 und 120. Also mein Aber da Tipp würde im ich warten, weil Derby. ich habe gelesen, dass es diesen Whirlpool wieder gibt mit Hongkong. Ja. Ich habe das aus dem Vorjahr schon gesehen. Also diese Festkurse im Vorfeld waren meistens gar nicht so attraktiv, weil dann die Quoten durch diesen Korrekt. ganzen Pool schon besser waren. Und dann hat man sich geärgert, dass man da vorher schon eingestiegen ist. Also meine Empfehlung wäre, auf den Whirlpool zu warten. Ganz genau, das kann man auch unproblematisch. Und wie gesagt, also für mich ist es Aleno. Das ist zwar ein bisschen spekulativer Tipp, aber in einem 18er Feld, glaube ich, kann man auch ein bisschen spekulativ sein. Und da kannst du ja auch mal mit einem gehen, der am Toto etwas höher steht. Und ich habe ganz lustig gestern Abend einen Artikel gelesen in der Vollblut. Da ging es tatsächlich um die längsten Außenseitersiege im Derby. Man denkt sich das manchmal gar nicht. Da waren so Pferde dabei wie Luigi und er fällt mir noch ein, Pastorius zum Beispiel. Waren notiert am Toto bei 300 und 350 und 280. Also wenn man das so nimmt, dann muss ich ehrlicherweise sagen, da darf man auch bei den Galoppern mal einen Ausflug machen und das etwas spekulativere versuchen. Dann kann man auch mit kleinerem Einsatz spielen und vor allem auch mehrere. Ja, sowieso beim Derby muss man einfach dabei sein, egal ob Trab oder So Galoppexperte ist es. oder Freund. Das ist, glaube ich, Pflicht. Vielen Dank für deine Expertise. Bleib noch mal ganz kurz hier. Ich schieb mal den Pokal hier so ein bisschen rein. Und wir verlosen noch mal 3x10 € Wettguthaben von Mona Lisa Venus, die österreichische Derby-Siegerin. Und mal gucken, wer der Glückliche ist. Die Wettgewinne werden dann im Laufe des Wochenendes auf ihrem Wettkonto zu sehen sein, wenn der Name auch dabei ist. Das war nicht bei allen so. So, einen Gewinner habe ich. Und ich versuche das mal hier so ein bisschen in die Kamera zu halten, wenn das geht. Carola Recci. Carola Rechtsee, herzlichen Glückwunsch. Allen bestens bekannt. So ist es. Und hier haben wir schon mal den Fall, dass es. Siehst du das? Nee, jetzt siehst du das. Little Danny at freenet.de. Das ist jetzt mal so ein Fall. Little Danny müsste jetzt mal schreiben, wie er wirklich heißt. Oder vielleicht heißt das Konto auch so. Das kann natürlich auch sein. Manche, das läuft ja per E-Mail-Adresse. Und der dritte ist. Unter uns at freenet.de. Also der müsste auch schreiben, wie er heißt. Also, vielleicht schreibe ich die auch an. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. 10 € Wettguthaben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit den Rennen am Sonntag in Dagefink. Parallelveranstalter noch Drehen Steinfurt. Ich denke, alle C-Bahn-Fans werden dort sein. Und es gibt noch einen Jackpot in Baden bei Wien in der. V7-Wette, V6-Wette, nageln Sie mich nicht fest. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank, Sascha. Gerne.